Heute ist viel durcheinander. Das ist, wenn die Pfarrerin zu spät zum Gottesdienst kommt. Da kann der Organist nichts dafür. Wir haben jetzt auch gerade schon das Lied gesungen, was eigentlich nach der Predigt gekommen wäre. Ihr habt alle gut aufgepasst. Ihr dürft es nochmal aufschlagen, wenn ihr wollt, die Nummer 23. Das ist das Martin-Luther-Lied zu Weihnachten. Martin Luther war ein großer Weihnachtsfan, weil, also nicht so, dass er am nächsten Tag mit seinen Weihnachtsgeschenken in die Kirche gelaufen wäre und die alle mitgebracht hätte oder dass er komische Pullover angezogen hätte, wie das heutzutage viele an Weihnachten tun, oder viel Glühwein getrunken hätte. So, das war nicht so seine Weihnachtsfreak-Art, sondern er hatte es gerne konkret. Wenn man Luther liest, merkt man immer, er will immer ins Konkrete. Nicht irgendwo da oben rumspintisieren, sondern ins Konkrete. Und Weihnachten ist jetzt so konkret, das ist so zum Anfassen. Da haben wir ein konkretes Datum, wir haben einen konkreten Stammbaum, wir haben echte Menschen, wir haben Hirten und Könige und Magier und Maria und Josef und eine Krippe und das ist alles ganz zum Anfassen. Jeder kann es sich vorstellen und gestern Abend haben wir es wieder in einer Variante auch live erleben können, wie das ist, wenn Gott zur Welt kommt. Jesus ist geboren an Weihnachten, weiß sie auch und wissen alle. Aber was das jetzt bedeutet, das ist viel, viel schwerer zu begreifen. Und deswegen hat Luther dieses Weihnachtslied, das es schon vorher gab, umgetextet und erweitert. Gelobet seist du, Jesu Christ, Gesangbuch Nummer 23. Um ganz konkret zusammenzufassen, was ist da eigentlich passiert an Weihnachten? Also gelobet seist du, Jesu Christ, dass du Mensch geworden bist. Das ist schon mal ein sehr schöner Einstieg und zeigt schon die ganze Ungewöhnlichkeit, denn bei welcher Geburt wurde jedes Kind dafür gelobt, dass es geboren wird? Eigentlich lobt man die Mutter, hast du prima gemacht, jetzt erhol dich erstmal. Oder man lobt eben Gott. Aber wenn das Neugeborene Gott ist, dann darf man es auch loben dafür, dass es kommt. Und darum freut sich auch die Engelschar. Gott erniedrigt sich und wird Mensch des ewigen Vaters. Einig Kind, jetzt man in der Krippenwind, in unser armes Fleisch und Blut, verkleidet sich das ewig Gut. Verkleidet sich, da denken wir an Anna- und Elsa-Kostüme oder an Faschingsverkleidungen. Aber es ist keine Verkleidung, sondern es ist ein wirkliches Hineinschlüpfen Gottes in das Menschsein. Das ist die ganze alte Kirche. Also wenn man Kirchengeschichte studiert, muss man sich ewig mit der Dogmengeschichte der alten Kirche befassen, die ersten 3, 4 Jahrhunderte. Und da ist das ständig der Knackpunkt. Und da spalten sich dann übrigens auch die Kirchen ab, aus denen dann später der Islam hervorgeht. Weil das ist, was so gegen alles Menschliches begreifen ist, dass wenn ich jetzt hier fragen würde, sind denn in Christus wirklich Gott und Mensch vereint? Da würde wahrscheinlich der ein oder andere sagen, ja, ich weiß nicht, ob das wirklich, ich weiß nicht. Es sind wirklich zwei Naturen in der Krippe vereint. Göttliche und menschliche Natur, völlig Gegensätzliches kommt hier wirklich, wirklich zusammen. Das ist ein totales Wunder, das besingt Luther dann auch in der nächsten Strophe, den aller Weltkreis nie beschloss, also was kein Mensch sich hat ausdenken können und der größer ist als alle Welt, also der selber die Welt umschließt und nicht von ihr beschlossen oder umschlossen wird, der liegt jetzt in Mariens Schoß. Der alle Dinge erhält und trägt, dieses Kind, ist jetzt ein Kind, ist jetzt ein kleines Kindlein, der alles hält und trägt. Totales Wunder, zwei Naturen, hier vereint Gott, erniedrigt sich und verbindet sich mit dem Menschen. Und so will er die Welt retten, sein ewiges Licht in die Welt tragen. Das ewige Licht geht da herein, gibt der Welt einen neuen Schein. Es leuchtet wohl mitten in der Nacht und uns des Lichtes Kinder macht. Die ganze Welt wird verwandelt, indem dieses Licht in die Welt kommt.
Und es bleibt vieles gleich an der Welt. Das sehen wir schon gleich nach Weihnachten erzählt, wird als nächstes in der Bibel erzählt, der Kindermord zu Bethlehem. Also ich bin von der Geschichte immer wieder entsetzt. Das ist mit die schrecklichste Geschichte in der ganzen Bibel. Und die passiert nicht irgendwo im Alten Testament, als die Welt noch schrecklich war, sondern gleich im Neuen, gleich nach der Geburt Jesu, kommt dieser Kindermord. Also die Welt bleibt brutal und friedlos und unvollkommen. Sie bleibt unvollkommen. Aber in dieses Dunkel hinein kommt der helle Schein, kommt der Trost, kommt ein Licht, dem wir folgen können, damit die Welt anders wird. Es leuchtet wohl mitten in der Nacht und uns des Lichtes Kinder macht. Das ist das, was in der Welt passiert. Und da kann man natürlich sagen, da passiert zu wenig. Mit Weihnachten passiert mir persönlich einfach zu wenig. Ich hätte mir schon anders vorgestellt, dass dann wirklich, also wirklich Frieden auf Erden ist. Irgendwie ist meine Vorstellung immer noch, also ich kann mir noch mehr vorstellen, als was da passiert ist. Es passiert aber auch noch mehr. Aber nicht hier, das schreibt auch Luther, sondern dann. Also der Sohn des Vaters, Gott von Art, ein Gast hier war. Also er ist wirklich als Gast gekommen. Aber er kommt und führt uns aus dem Jammertal, macht uns zu Erben in seinem Saal. Er ist auf Erden kommen arm, dass er unser sich erbarm und in dem Himmel mache reich und seinen lieben Engeln gleich. Das ist das, was auch groß an Weihnachten geschieht. Indem Gott Mensch wird, nimmt er die menschliche Natur an und verwandelt sie so, dass wer mit ihm verbunden ist, am Ende würdig ist, für seine Herrlichkeit, für das Sein in seinem Saal, für die Ewigkeit, für den Himmel. Das ist jetzt etwas, was für uns moderne Menschen wieder so, wir haben so lange gehört, dass wir Christen immer nur Weltflucht wollen und dass alles immer wann anders stattfinden soll, dass wir das schon selber so verinnerlicht haben. Aber es ist großartig zu wissen, wenn ich von hier mal gehen muss und scheiden muss oder dann irgendwann auch scheiden will, weil die Welt mir zum Jammertal geworden ist, dann gehe ich nicht ins Nirvana oder in irgendein Nichts oder bin für immer weg, sondern dann bin ich in Gott, dann bin ich in seinem Saal, in seinem Frieden, in seinem Himmel, bei seinen Engeln. Und das wird wunderschön. Das ist ein Riesengeschenk. Gott kommt zwar nur als Gast zu uns, aber er nimmt uns dann mit und wir dürfen für immer bei ihm sein. Und es ist immer noch nicht alles. Also Weihnachten ist immer noch mehr. Immer noch mehr. Er ist auf Erden kommen arm. Jetzt werde ich wieder ganz innerweltlich. Also wenn ich sage, er gibt der Welt einen neuen Schein, das ist schon schön. Aber er will auch wirklich was anstupsen. Er will was verändern in dieser Welt mit jedem von uns. Und deswegen hat er in die Bibel, ins Neue Testament, eine so breite Spur gelegt. Und immer wieder denken Christen, ach, die Spur interessiert mich nicht, ich gehe woanders lang. Die Spur ist aber so klar, die beginnt in der Krippe, in der Niedrigkeit, in der Armut. Und dann will er wirken, dann wirkt er wie ein Sauerteig und von unten bei den Menschen, mit denen er zusammen ist. Im Kleinen. Er macht nicht die große, geht nicht in den Palast und gibt neue Gesetze und sagt, ab jetzt läuft alles anders, sondern da, wo er hinkommt, läuft es dann anders. Da werden Menschen geheilt, da wird Menschen verziehen, da wird Menschen geholfen. Und er dient. Er lässt sich nicht dienen, er dient. Und diese Spur legt er für jeden, der ihm nachfolgen will. Also für jeden von uns beginnt Weihnachten diese Spur an der Krippe und wenn wir ihr hinterherlaufen, dann gehen wir auf Wegen der Liebe, der Vergebung, der Freundlichkeit, des Friedensstiftens, der Sanftmut und so weiter. Das ist die große Spur von Hinweisen, die Jesus Christus dann in seinem ganzen Wirken und Reden bis ans Kreuz legt, Und wo wir diesen Weg nachlaufen, da wird,
da wird Gott wieder neu in die Welt geboren, in uns. Und da passiert die Verwandlung der Welt um uns. Mit den sanften Mitteln, mit Dienst am Nächsten, mit Freundlichkeit, mit gewaltlosem Widerstand, mit dem klaren Bekenntnis zu Frieden und Versöhnung wird die Welt doch heller. Und nie dürfen wir aufhören. Und das macht Luther an jeder Strophenende, singt er immer Kyrie eleis. Nie dürfen wir aufhören, für diese Welt um Erbarmen zu bitten, in diese Welt des Erbarmen Gottes hinein weiterzusagen und es hineinzutragen, indem auch wir Menschen sind, die sich erbarmen. Das ist noch eine ganz wichtige Sache an Weihnachten. Mit Jesus Christus ist alles passiert, aber es ist dann doch wieder nichts passiert, wenn es nicht in uns was verändert. Mit jeder Taufe, mit jedem Menschen, der bewusst sagt, ich möchte Christus nachfolgen, ich möchte Gottes Kind sein, ich möchte Kind des Lichts sein, verkleidet sich Gott neu. Wir werden überkleidet, sagt Paulus ja mal. Wir werden überkleidet. Gott verkleidet sich in uns hinein. Er kommt neu zu Besuch, er zieht neu in die Welt ein und wird wieder hineingeboren in die Welt. Es gibt nichts Schöneres, als wenn man zu einem Menschen oder über einen Menschen sagen kann, dass in ihm Gott groß und stark ist oder groß und stark wird. Das sind die tollsten Menschen. Nicht die, die groß tun nach außen oder wie Donald Trump so eine Bibel vor sich hertragen. Aber nicht, ich habe mich schon gewundert damals, dass er die Bibel nicht falsch rumhält, weil falls er mal was drin gelesen hat, hat er es zumindest nicht umgesetzt. Das bringt gar nichts, sondern wenn wir Gott wirklich im Herzen tragen und das Evangelium wirklich in unserem Tun und unserem Reden weitergeben, wenn Gott in uns groß und stark wird und wirkt, dann verwandelt sich schon hier immer wieder punktuell das Jammertal in Gottes Saal. Ein tolles Lied. Und das Schönste ist die letzte Strophe. Die letzte Strophe, das ist bei Luther immer ganz wichtig. Der kann durchaus mal die ganze Theologie so auseinander dividieren und vortragen. Und dann sagt er, das ist aber alles wurscht, wenn es nicht für dich ist. Es ist egal, dass Jesus Christus geboren ist an Weihnachten, wenn er nicht für dich geboren ist. Das ist bei Luther das Pro Nobis für uns. Das hat er alles uns getan, sein Großlieb zu zeigen an. Des preis ihn alle Christenheit und dank ihm des in Ewigkeit. Das hat er alles dir und mir uns getan. Es ist schwer, was an Weihnachten alles passiert ist. Es ist schier unbegreiflich. Ihr dürft das Lied gerne zu Hause nochmal meditieren und euch überlegen, was hat sie jetzt da gesagt, was hat sie da gesagt, was hat Luther damit gemeint. Und dann werden wir vielleicht stückweise dem hinterher spüren, was Weihnachten eigentlich bedeutet. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus, unserem Herrn und Bruder. Amen.